So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch zuerst begrüßen zu einer weiteren Folge. Yes, Your Grace. So, wir beenden die Woche 5, ne? So, wir haben 30 Knete, 12 Fressi-Fress-Fress, 22 auf die Moral und wir mieten jetzt mal den Band. Das wird uns noch teuer zu stehen kommen. Nee, scheiß auf die Band. Wir brauchen eine Band. Ruhig und chillig will ich's haben. Gräbner, Woche 6. Audrey, bis dort ist noch Zeit. Ihr solltet uns die ravianischen Lager ansehen, wenn ihr euch entschlossen. Ja, wir werden noch die ravianischen. Der Nordposten wirbelt vor ravianischen Abschlag, eure Gnaden. Wir haben es geschafft, die meisten von ihnen zu verscheuchen. Yippie, yay, Schweinebacke. Ah, Pietro. Ja, Gnaden. Denke ich, ich weiß, dass sie hinter mir her sind. Oi? Über wen redest du? Gestern, als ich ins Bett ging, war sie in meinem Zimmer. Sie bewegte die Kerze. Sie ließ sie auf dem Fensterbank. Lasse meine Kerze nie auf dem Fensterbank. Euer Gnaden. Verwirrter Typ. Nachher beschuldigt er mich. Ah, die Mutter. Hast du Lucilia gesehen, Liebling? Ich glaube, sie hat noch immer in ihrer Kammer eingesperrt. Sie weigert sich herauszukommen. Ich denke, es ist das Beste, ihr etwas Zeit zu geben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Liebling. Ihr Hochzeit steht so kurz bevor. Ich wollte, dass sie mir beim Blumenpflücken hilft, aber sie will nicht mit mir reden. Ich nehme an, du hast recht. Ich werde mich wieder an die Vorbereitung machen. Natürlich, meine Liebste. Ah, ein Soldat. Was kann ich für dich tun? Euer Gnaden, ein weiteres Dorf wurde von radiovianischen Streitkräften überfallen. Sollten wir ihnen in ihrer Not helfen? Wir können nicht zulassen, dass Radovia unser Land bedroht. Das reicht nicht. Wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zur Hochzeit. Bis dahin müssen wir noch 2 Dörfer platt machen. Der kostet uns dann 2 Wochen. Summa summarum macht das nur ein Dorf, das wir dann noch platt machen können. Ist nur ein Moral. Ah, ein Händler. Was hast du da, Kaufmann? Euer Gnaden, ich bringe euch eine Mischung, die Krankheiten heilen kann. Sie wirkt. Meistens. Heilt. Fast alles. Für 5 Goldstücke werde ich das nichts finden. Kann man gebrauchen übrigens. Für später gibt es wieder eine Quest, da können wir das dann unter anderem gebrauchen. Ah, für Münde gibt es noch keine, die wir rufen können. Aber wir haben jetzt noch den Generalos. Da gehen wir jetzt hier hin. So, aufgestanden. Und dann gehen wir gerade mal weiter. Ins Schlafgemach. Okay. Schätzchen! Der große Tag ist in 3 Wochen. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Lucille will sich nicht wirklich auf die Hochzeitsvorbereitung einlassen. Also ist alles auf meinem Kopf. Sie wäre weniger verärgert, wenn sie verstehen würde, dass dies das beste Option ist, die wir haben. Denkst du, wir sollten ihr von dem Versprechen erzählen? Nein, Erik. Wie würden sie wohl reagieren? Sie würde uns für immer hassen, weil sie ihr versprochen hatte, bevor sie überhaupt geboren wurde. Ich kann nie davon erfahren. Gut, ich werde hier bleiben. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, die dann jedes Mal zu fragen, hey, wie geht's denn dir? So, die Woche ist auch schon wieder vorbei. Lustig, es gibt Momente, da geht das richtig ratzfatz und dann, ja. Oh Mann, ey, schafft euch nie eine Freundin an. So, wir haben 32 Gold, 21 Futeros. Ich will immer noch keine Band mieten. Grävno, Woche 7. Audrey, wir nähern uns der Hochzeit. Wir müssen sicherstellen, dass die radiovianischen Posten keine Bedrohung für uns darstellen, euer Gnaden. Ja, der General ist dran. Keine Spur von den Ravianern am Westposten, euer Gnaden.
Wir haben allerdings ein verdammt großes Durcheinander gefunden. Sie ließen Gold und Vorräte zurück. Wir müssen alle geflohen sein. Zwei Gold und zweimal Futter. Oh, hallo, ein Bauer. Was kann ich für dich tun? Irgendwann, danke, dass das neue Gasthaus, das wir gebaut haben, sind unsere Arbeiter glücklicher und arbeiten härter. Von lauter Stimme verstellen, nee. Wir können jetzt viel schneller pflügen. Wir müssen das Gasthaus immer noch instand halten, aber ich wollte Ihnen für Ihre Hilfe etwas extra bringen. Wir werden jetzt jede Woche ein Gold für das Königreich beisteuern. Das ist sehr großzügig. Ich danke euch vielmals. Unser Volk wird das zu schätzen wissen. Bitte besuchen Sie uns, wenn Sie jemals wieder Hilfe benötigen. Danke, euer Gnaden. Kürbisbrain? Na? Was versteckst du da, Kürbis? Sie sagten, ich kann keine Katze haben. Also habe ich mir ein anderes Haustier besorgt. Ich habe nie gesagt, dass du keine Katze haben kannst. Nur nicht die von Lorsulia. Es ist eine Schnecke. Ich fand sie im Garten und nannte sie Smudge. Das ist ein ungewöhnliches Haustier und ein origineller Name. Er ist nett, aber er ist keine Katze. Er ist ganz schleimig und klebrig. Irgendwie eklig. Das ist der beste Ersatz, den ich bisher gefunden habe. Vielleicht könnte Lorsulia mir helfen, etwas Besseres zu finden, wenn sie nicht gehen müsste. Die Musik hinten dran, die wird mir wahrscheinlich wieder Monetarisierung einbringen. Woohoo! Tut mir jetzt an dieser Stelle schon leid. Wäre sie glücklich, wenn Lucilia alleine gehen würde? Naja, dann würde ich das die Lucilia vermissen. Du hast das selbst gesagt, also kommt das nicht in Frage. Entweder beide bleiben oder beide gehen. In diesem Fall müssen leider beide gehen. Also gibt es keine Möglichkeit? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es hätte ihm im Ratssaal gefallen, Vater. Was kann ich wieder da? Wann kann ich wieder da rein? Sie meinen die Schnecke? Was? Sie meinen die Schnecke? Du meinst die Schnecke? Was war es? Smerry? Smudge! Das ist nicht so schwer, Vater. Er verschmiert deshalb. Ja, ja, Smudge. Ich fürchte, du wirst für eine Weile nicht in den Ratssaal gehen können. König Talis bleibt dort bis zur Hochzeitszeremonie. Ach, die und ihre Schnecke. Ah, hallo, mein lieber Bauer. Ich hab ein kleines Gefeuer für Sie. Glitzeklein. Hätten Sie zufällig was? Freies Gold hier, als Gold ist alles, was ich verlange. Das ist sehr heilig. Kumpel, Schlaschli-Schniefel holen. Ja, es ist ein schöner Schniefelschuh. Glück. Ich weiß, das ist etwas ungewöhnlich, aber ich will die Hilfe sehr schätzen. So, was sagst du, sie? Neue Stiefel, sagst du? Ja. Gut, aber es sollen bessere Stiefel sein. Natürlich, was noch? Danke, Knallen. Er kommt wieder. Der Bauer. Euer Gnaden, mein Dorf ist von Banditen überfallen worden. Lass mich raten, auf ihrem Bannern steht ein Monster. Nein, ganz und gar nicht. Sicher Einheimische, aber sie waren bewaffnet. Unser Essenvorräte und unser Vieh wurde gestohlen. Wir würden ihre Unterstützung sehr zu schätzen wissen. Wenn ich jetzt den General wieder losschicke, ist der wieder 2 Wochen weg. Klingt so, als hätten Radovia Nachahmer. Andere Banditen können jetzt leichter mit ihren Verbrechen davonkommen. Sie wissen, dass Radovianer die Schuld tragen werden und hoffen, dass wir sie nicht suchen. Nach der Zeit werde ich sich die Dinge beruhigen. Ich bin mir sicher, euer Gnaden. Ah, du, der Händler. Nein, ich bin ausgeraubt worden. Ich war auf dem Weg nach Hagos, als ein Haufen Schläger mein Leben bedrohte, wenn ich... Jetzt habe ich nichts mehr und ich kann nirgendwo hingehen. Gibt es eine Chance, dass ich auf Ihre Unterstützung sehen kann? Wachen? Nein, euer Gnaden, ich werde die Wahrheit. Es waren die radioaktiven Barbaren. Sie werden einige Zeit in unserem Kampf verbunden. Wir sollten die Dame Ada wissen lassen, dass wir ihren Übeltäter gefunden haben. Ada! Ich hab deinen Bursch hier gefunden. So, das war der letzte. Das heißt, wir können auf die Karte noch diesen Posten da den General schicken und dann haben wir das auch schon erledigt, ne? Konnten wir doch noch richtig gut
alles auf die Seite so schaffen. So, wir gehen ins Verlies. Ergnan, ich verstehe wirklich nicht. Warum bin ich hier? Du weißt warum. Wie kannst du das wagen, das zu fragen? Du wirst hier bleiben, bis die Dame Ada kommt. Gut, Ergnan. Komisch, ich hab das Dach doch repariert eigentlich. So, gehen wir ins Schlafgemach. Wir müssen noch ein Kleid aussuchen irgendwann mal. Schätzchen! Ja. Hat Lucilia überhaupt mit dir gesprochen? Sie hat nicht. Ich mache mir große Sorgen um sie. Sie hat in den letzten Tagen nichts gegessen. Ich hoffe, sie wird uns diese einen Tag vergeben. Mir geht das gut. Ich glaube, ich könnte heute Nacht tatsächlich schlafen. Warte, nein, alles liegt an mir. Was soll ich jetzt machen? Oh ja, okay, das hat sie schon ein paar Mal gesagt. So. Ah, wir haben schon, können wir schon wieder eine Woche abschließen. Gut, dann starten wir in die Woche 8. Wir sind so positiv, Mann. Och, ich hatte noch nie so viel Geld bei dem Anfang von diesem Spiel. Wir haben schöne 51 Gold, 25 Fressi. Wir können doch glatt noch die Band mieten. Geil, hätte ich nicht gedacht. So. So, Dele. Ja, wir haben alles eigentlich soweit erledigt. Wir haben gute Haushaltsführung. Wir sind bis jetzt ein sehr guter König. Freut mich. Wobei. Die Königin wollten euch sehen, euer Gnaden. Die Königin. Die Königin! Uff. Wir können auch mal schnell ins Archiv reingucken. Radovian Beite? Beite! Ja, okay. Ivo ist der Sohn von Talis, dem König im Prinzip von Atana. Er ist der zukünftige Gamer von Eriks Tochter oder Sylvia. Ein verkleideter Dieb. Die Dame Erde besucht. Ah, sie beschrieben, dass jemand. Ja, okay. Menschen brauchen. Ein Herr besucht die Burg. Er erwähnte etwas über die Angst. Er ging in Eile. Der Lehnsherr besucht uns wieder. Ja. Taverngeschäft. Aha, der kommt auf jeden Fall nochmal vorbei. Gold für Stiefel. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie noch in die Kurve irgendwie kriegen. Jetzt hören wir uns erstmal die Leute an. Keine Spur der Radiowerner am Ostposten gern. Es wurde nichts zurückgelassen. Ich denke, wir sind bereit für die Hochzeit, euer Gnaden. Okay. Ah, die Dame Ada. Euer Gnaden, ihr habt nach mir gerufen? Ich habe den Mann in den Kerker gebracht, wo er hingehört. Euer Gnaden, wenn ich darf, kann ich ihn mitnehmen? Natürlich, macht mit ihm, was ihr wollt. Keine Sorge, euer Gnaden, ich werde ihm zeigen, wo sein Platz ist. Und natürlich könnt ihr während er eures bevorstehenden Kampfes auf meine Hilfe zählen. Ich habe nicht zu viel zu bieten, aber es ist besser als nichts. Ich bin froh, dass wir Verbündete geworden sind, Dame Ada. Es ist gut, euch auf unserer Seite zu haben. Es ist mir ein Vergnügen. Ich danke Ihnen im Moment. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Immer wieder gern. Wenn Sie Bündnisse schließen, dann wird es grün übrigens. Also oben. Oder es geht auch rot. Ah, da ist der verrückte Pietro wieder. Oh, Gnaden, ich fange an zu denken, dass vielleicht Sie involviert sind. Was sag ich? Warum sollte ich das sagen? Warum würdest du jemals sagen, dass du weißt, dass er es weiß? Was? Ich gehe besser. Ich kann gehen, oder? Ist doch noch nicht abgeschlossen. Ja, ist ja egal. Oh, Lucilia. Pater? Lucilia, du bist endlich rausgekommen. Kannst du bitte kommen und mich an der Mauer treffen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt? Ich wollte mit euch reden. Natürlich, ich werde dich dort sehen. Ah, ein Bauer.
Euer Gnaden, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Mein Vater ist sehr krank, bitte helft mir bitte. Er ist blass wie ein Geist und er zittert und schwitzt die ganze Zeit. Wir haben versucht, das Fieber mit kaltem Wasser und einer Packung Butter, Zwiebeln und Knoblauch zu behandeln. Wir haben ihn mit einer Mischung aus Wermut und Minze gegeben. Wir haben sogar versucht, das böse Blut mit Blut ekeln zu lassen. Ich fürchte, er könnte keinen weiter Nacht durchhalten. Euer Gnaden, wenn wir eine Hexe zur Verfügung hätten, könnten sie die Krankheit behandeln. Das ist richtig. Sie sollten sagen, dass wir nach einer suchen. Was dein Vater betrifft, ich habe diese Medizin. Du solltest deinem Vater helfen. Es ist was Stärkeres, das man auf einem Land nicht findet. Ja, wirklich. Das wird wahrscheinlich helfen. Danke, euer Gnaden. Papa, ich komme. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe noch meinen General. Geil. Der ist voll jetzt unnütz, gerade im Moment. Gut. Ich muss zu meiner Tochter auf die Mauer. Oh. Ich gehe erst zur Tochter auf die Mauer. Dann klapper mir das einzeln ab. I don't know. Oh, du bist es. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, Vater. Ich habe es nicht so gemeint, als ich dich dumm genannt habe. Ich wünschte nur, die Dinge wären anders. Ich wünschte nur, ich hätte die letzten paar Tage mit dir verbracht und wäre nicht böse auf dich gewesen. Ich weiß, Liebling, ich weiß. Ich liebe dich, Vater. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt, Luli. Ich weiß. Du hast es, wenn ich dich so nenne, aber du bist immer noch meine Luli. Es ist in Ordnung, Papa. Ich werde vermissen, dass du mich Luli nennst. Deine Mutter hat eine verdammt gute Hochzeit vorbereitet. Ja, ich mache mich besser fertig, bevor sie mich findet. Wir sehen uns auf der Party, Kürbis. Wieso nennt der die jetzt auch Kürbis, weißt du? Voll lustig, das mit der Katze. Es wird noch alles ein tragisches Ende nehmen, meine lieben Freunde. So, wir gehen jetzt erstmal in die Gärten, würde ich sagen. Ja, ich habe nur eine Frage, die ich stellen muss, euer Gnaden. Ja? Kann Smudge auch zur Hochzeit kommen? Ich vermute, aber du musst ihn ganz dicht bei dir behalten, Sedani. Mach ich doch immer, euer Gnaden. Gut, dann kann er auch da sein. Vergiss nicht, Lucilla Lebwohl zu sagen. Sie verlässt uns direkt nach der Hochzeit. Ja, ich muss auch Lebwohl zu Dusty sagen. Alles wird gut, Kürbis. Ja, Vater? Sie sieht so aus, als würde dies ein wahres Bankett. Yep, für dich vielleicht, aber bestimmt nicht für Lucilla. Ich kann noch immer nicht fassen, dass sie uns verlässt. Ich hoffe, dass sie sich zumindest einigermaßen mit Prinz Ivo anfreundet. Ich denke nicht, dass sie das möchte. Ich weiß, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einen Prinzen für sie zu finden. Aber so ist das nun mal. Mach's gut. Mach nichts Dummes, Azalia. Hab ich jemals? Jetzt gehen wir ins Schlafgemach. Und jetzt können wir uns Kleider aussuchen. Schätzchen, alles ist bereit, bis auf eine letzte Sache, die Wahl eines Kleides, überlasse ich dir die Ehre. Ich würde das hier nehmen, ich habe mal das genommen, für das habe ich kein Geld. Dies ist ein mittelgroßes Kleid, nichts Besonderes, aber für 25 Goldstücke wird... Okay, dann gehen wir mal. Gehen wir mal wieder. So, ab ins Rathaus. Ratskeller, Rats. König Talis. Sind die Bücher von Nutzen? Heilendes Fieber, wie man Brechdurchfall verhindert, etwas über Malaria. Wir sind alle nutzlos. Der Typ ist verdammt unfreundlich, ein richtiges Arschloch, wie sein Sohn. Darauf haben wir uns seit Wochen vorbereitet. Wir haben ein Flößchen gebucht. Ich habe eine Throndekoration gekauft.
Wir werden ein Liveband haben. Nicht notwendig. Ich möchte nur, dass es erledigt und vorbei ist. Wer kümmert sich um einige dumme Dekorationen? Es sind die Gelübde, die wichtig sind. Ich hasse Hochzeiten. Die Leute vergessen, worum es hier in Wirklichkeit geht. Oh nun, es wird so oder so eine fette Party. Ich sehe dich dort. Ja, sicher. So ein Arschloch. So, die Hochzeit ist eigentlich so gut wie bereit. Die Zeit bei uns ist um. Ich hock mich auf den Thron. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, Leute. Ciao.